So, hey Leute und damit auch willkommen zu einer neuen Folge ARK. Ja, und letztes Mal, da haben wir uns diesen Terrorvogel gezähmt. Ich habe keine Ahnung, wo der sich jetzt hin verkrochen hat. Aber unser Giganotto, der plant da auch irgendwas. Ich glaube, eine neue Kreuzung wird da bald entstehen. Auf jeden Fall, Leute, ihr wisst ja, dass es seit dem Update auch Enterhaken gibt. Und tatsächlich hat mir der Kyran, der liebe Kyran, ein paar Enterhaken gecraftet, beziehungsweise mir eine Blueprint geschenkt. Und mit Hilfe dieser Blueprint, Leute, können wir uns Enterhaken craften. Und ich bin mal gespannt, ob das denn klappt. Denn wenn ja, Leute, das ist, stelle ich mir ziemlich geil vor. Stellt euch mal vor, wir haben unseren Quetzo und der haut einfach wieder ab und dann sagen wir, nee, Moment mal, wir haben unseren Enterhaken und dann holen wir den raus und zack, sind wir schon wieder beim Quetzo. Wäre natürlich wunderbar, ne? Deswegen müssen wir uns den mal craften. Ich schau mal, wie das denn geht oder wo man überhaupt craften kann. Wahrscheinlich in einer Schmiede. Was brauchen wir denn? Wahrscheinlich ein bisschen Eisen. Ich denke, Zementpaste brauchen wir noch. Wahrscheinlich, was noch? Fetch und Fiber. Haben wir natürlich alles dabei. Ja, haben wir natürlich alles immer dabei. Können wir uns zwei Stück von craften, Leute. Also, siehst schon, das ist relativ teuer. Ja, es liegt tatsächlich am Fiber. Das hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Fiber kriegen wir aber eigentlich auch immer sehr leicht. Ja, wenn wir nicht so schwer wären. Müssen wir einfach mal die Hälfte des Eisens wieder zurücktun. Wir wiegen auch ganz schön viel, sehe ich hier gerade, ne? Aber jetzt geht das auch mittlerweile wieder. Wir müssen auch vielleicht unsere Rüstung mal reparieren. Ne, aber es geht ja nicht, dass wir hier mit kaputter Rüstung rumlaufen, Leute. Wir müssen, wenn schon, denn schon was richtig Schönes haben. Ja, unsere ganze Rüstung einfach durch den T-Rex. Das war ja auch letzte Folge, da meinen ganz viele, das kalter Gar, Level 2er T-Rex besiegt, super Leistung. Ne, Leute, aber ganz ehrlich, ich meine, egal welches Level der war, Hauptsache, ich meine, T-Rex ist T-Rex. Sehen wir es einfach mal so. Gut, das reparieren wir mal alles schön, wenn wir zum Glück genug Materialien. Ich glaube, ja, müssen wir einfach alles mal reparieren. War ja auch schon ziemlich... Ja, beschädigt hier, ne? Geht auch relativ schnell zum Glück. Viele meinten auch, ich sollte mal hier unseren Crafting Speed verbessern. Aber ich meine, das ist ja schnell genug, oder? Ich meine, ich glaube, das ist das Dümmste, was man einfach verbessern kann. Meiner Meinung nach. Ist aber natürlich auch immer Ansichtssache. Und ich glaube, das ist auch immer, ja, man hat, ist immer so ein, ja, das Spiel ist so ein bestimmter Glücksfaktor bei. Ich weiß nicht, ob das Fortitude ist. Auf jeden Fall dieser Glücksfaktor, ne? Der macht die Rüstung so ein bisschen heftig. Also ich glaube, der Mindestwert ist 100, Standardwert. Und theoretisch kann der auch höher sein. Zum Beispiel hier wie 113 oder auch 120. Wie genau das zusammenhängt, weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat sich hier was mit Fortitude zu tun. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also wenn ihr da eine Idee habt, woran das liegen könnte, vielleicht auch Crafting Speed, womit man das verbessern könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich natürlich interessieren. Genau, guck mal, jetzt können wir nochmal einen craften. Der braucht sehr viel Fiber, sehen wir hier. Na okay, wenn wir hier keinen Fiber haben, wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass wir hier Fiber haben müssten, dann müssen wir das dann draußen nochmal gucken. Da, zwei Fiber. Ja, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer jemand, der, ja, schmeißt das ganze Fiber weg, weil ich weiß ja nicht, dass wir es irgendwann nochmal brauchen können, Leute. Naja, müssen wir tatsächlich nochmal selber nochmal ein bisschen farmen gehen, weil dann hätten wir, obwohl wir haben ja schon ein paar Enterhaken, ne? Wenn wir nachher mehr wollen, dann holen wir uns nachher nochmal ein bisschen mehr. Ja, das ganze Fleisch tun wir auch mal in den Vorderkuchen. Dann können wir das nämlich gleich mal versuchen mit einem Crossbow, ob es dann funktioniert. Ich habe gehört, man kann sich damit an Dinos ranhängen, also an die eigenen Dinosaurier. Was ist denn das hier? Das ist unserer? Ja, das ist Charlie. Sorry, Charlie, tut mir leid, dass ich dich gerade verwechselt habe. Ich dachte schon, was macht denn hier ein wilder Dinosaurier, der nicht angegriffen wird? So, naja, immer schön alles füllen. Ihr seht schon ganz viel verdorbenes Fleisch. Aber das brauchen wir auch für die Narkotik am Ende, ne? Viele denken immer, erst kalt, das schmeißt du nicht weg. Und da habt ihr recht, Leute, das brauchen wir nämlich, um Narkotik herzustellen. Okay, den Cross. Ah, genau, hast du Fiber da zufällig? Keine. Leute, perfekt, das, was ich wollte, ne? Der hat Fiber ohne Ende. Schon vier Stück jetzt von Craften. Was brauchen wir denn noch? Wahrscheinlich gehen dann die Arrows alle, ja. Liegt dann an den Arrows. Arrows haben wir hier aber auch noch genug. Aber dann brauchen wir noch Metall. Metall haben wir drin. Also Leute, ihr seht schon, einfach mal die Dinosaurier fragen. Hey T-Rex, hast du ein bisschen was? Na klar. Danke Rex. Danke, danke. Sollen wir mal schauen? Hier haben wir noch genug Eisen. Ich bin ja damals mit dem Quetzo so etliche Male geflogen. Immer schön Eisen über die Grenzen transportiert. Bis hier in unsere Base. Guck mal, zwei Stück können wir davon nur craften. Denn wir brauchen noch Zementpaste. Ist ja klar, das wird jetzt, es fehlt immer irgendwas dann, ne? Zementpaste müssten wir aber eigentlich auch noch genug haben. Ich habe so viel damals gecraftet. Wobei, ich glaube, kann auch sein, dass ich schon alles davon verbraucht habe. Man weiß ja nie, Leute. Ja, sieht so aus. Sieht anscheinend, ja, sieht so aus, dass ich alles verbraucht habe. Vielleicht habe ich hier noch was drin. Zementpaste, sieht schlecht aus, ne? Gar keine Zementpaste? Hier, Leute, wir brauchen dafür Chitin.
Na egal, wir haben ja erstmal genug, glaube ich. Wir probieren es einfach mal aus. Tun wir alles wieder zurück in unsere schöne Schmiede hier rein. Ich meine, 9 Stück, das reicht erstmal. Gut, auch die Enterhaken tun wir hier rein. Auch diese wunderschöne Granate, die wir bald mal ausprobieren werden. Ich meine, dafür brauchen wir noch... Haben wir eigentlich auch alle Materialien für, ne? Garnpowder haben wir, Öl haben wir, Metall, eine Granate. Könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Warum nicht? Ne? Also dafür haben wir eigentlich auch alle nötigen Materialien. Wir haben genug Gunpowder. Ne? Nehmen wir mal die raus. Dann haben wir, was braucht man dafür noch? Steine haben wir. Ja, 21. Was braucht man dafür noch? Fiber braucht man dafür noch. Haben wir auch genug. Was braucht man dafür noch? Metall und Öl. Alles kein Problem. Ne? Öl müssten wir hier auch noch haben. Irgendwo. Habe ich jedenfalls gesehen. Wahrscheinlich hier. Oder habe ich das etwa auch alles verbraucht? Ne, haben wir hier auch, ne? Und dann, Leute, fehlt nur noch Metall. Na, okay, Leute. Aber ihr seht schon hier. Kim. Ah, ne, muss man in einer Schmiede machen. Alles klar. Gut, dann tun wir nochmal alles jetzt, was wir so sorgfältig ins Inventar gezogen haben, zurück in die Schmiede. Und bauen uns dann eine Handgranate. Ich bin da ja sehr gespannt, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde mich damit selber in die Luft jagen. Aber wer weiß. Machen wir mal gleich mal 2, ne? Wenn schon, denn schon hier, Leute. Wir wollen da auch mal richtig schauen, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise, wer hier nachher in die Luft fliegt. Schaut euch das an, Leute. In 5 Sekunden. Aha. Genau, man sollte es dann wegwerfen. Ansonsten ist es schlecht. Gut, Leute, jetzt haben wir Enterhaken und Handgranaten. Ich glaube, das wird immer schlimmer hier. Genau, unser wunderschönes Ei tun wir mal hier rein. Ja, können wir auch hier rein tun, Leute. So, das kommt hier rein. Von einem Spino. Das haben wir übrigens, das ist nicht von unserem Spino-Ehepaar. Genau, Blueprints kommen hier rein. Dann was, genau, das brauchen wir auch nicht. Ein Crossbow brauchen wir. Den habe ich nämlich nicht mitgenommen. Der habe ich nämlich in die Schmiede zurückgepackt. Der müsste dann mittlerweile hier sein. So, und was mir auch mal aufgefallen ist, letztes Mal in den Kommentaren, einige haben mir geschrieben, Askalter, wie wär's mal, wenn du mal Musik in Ark reinbringst? Das ist mir mal aufgefallen, weil ich ja in Dinotopia und auch anderen Projekten jetzt öfters mal Musik benutze, aber jetzt in Ark gar nicht, ne? Außer halt diese Ark-Musik, die von sich aus schon da ist. Und das haben natürlich viele gefragt. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ich euch auch gerne mal fragen möchte. Wollt ihr, dass ich mal Musik in Ark benutze? Ja oder nein? Oder meint ihr, nee, Askalter, das macht die Atmosphäre kaputt? Weil es gibt einfach keine passende Musik, die Ark unterlegen kann. Das ist nämlich so meine Idee bisher gewesen. Das ist halt... Genau, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Wir haben jetzt unseren Crossbow. Haben unsere wunderschönen Viecher hier. Wenn wir dann die 8 rausziehen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, Leute. Schaut euch das an. Wir können es damit auf jeden Fall an Dinosauriern hochziehen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe eine Idee. Leute, ja, ich und meine Ideen, denkt euch wahrscheinlich gerade. Askalter, du, deine Ideen, da geht immer schief. Ja, Leute, es geht immer schief. Aber es macht auch Spaß. Okay, Quetzo, du, ja, stoppen mal. Ja, wir fliegen einfach mal hoch. Man kann nämlich 45 Meter damit fliegen. Fliegen, sag ich schon. 45 Meter Entfernung. Ist alles möglich. Das heißt, wenn wir jetzt hier sind, ja, dann bleiben wir mal hier. Springen einfach runter. So, YOLO! Ganz knapp, Leute, ganz knapp. Okay. Und jetzt, wo wir fast tot sind, drücken wir unseren Enterhaken zum Quetzo. Ja, keine Angst, Quetzo, ich krieg dich noch. Der haut einfach ab, ne? Ist ja typisch hier. Ich hasse es, wenn der abhaut. Aber kein Problem, Leute. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn wir uns jetzt an... Oh, oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte jetzt nicht die Granate rausholen, Leute. Sorry, Petri, wenn ich dich da ein bisschen verwirrt habe gerade. Genau, wenn ich jetzt noch einmal runterfalle, dann ist K.O., ne? Okay, Petri, komm mal her. Wir müssen mal was... Ich habe einen kleinen Auftrag für dich. Ja, eigentlich wollte ich keine Steine sammeln gehen. Okay, Quetzo, wo bist du jetzt? Nee, da könnte überall eine Berge schon sein, Leute. Wo ist er? Oh, nee, oder? Der hat uns wieder ausgetrickst. Der ist aber wieder abgehauen. Oder wo könnte der sein, Leute? Der kann doch nicht so weit sein, eigentlich. Leute, wo ist er jetzt? Das mal, ich habe ja vorhin noch gesagt, wenn man mal einen Quetzo hat, der abhaut, dann nimmt man einfach die Hook und dann alles wunderbar, ne? Aber der ist jetzt... Wobei, eigentlich fliegen die nicht so weit weg. Die müssen eigentlich immer noch in der Nähe sein. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass er ganz weit wegfliegt. Aber ich sag euch, Leute, mit dem Quetzo, da brauchen wir echt so ein Gehege für, weil der haut einfach irgendwie immer ab. Da ist er! Oh, Quetzo, machst du... Der jagt noch immer einen Schrecken ein, ne? Gut. Was soll das denn immer? Gut, dann probieren wir es nochmal. Ja, aber ich habe eine Idee. Wir werden aus dem Quetzo springen mit einem Enterhaken. Ist natürlich noch gefährlicher, aber...
Wir probieren es mal aus. So, wir sind jetzt meinetwegen hier. Ja, kann sein, dass ich dabei sterbe. Nein, 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 ich wollte nicht landen. Ja, wir sind jetzt meinetwegen hier. Ja, dann steige ich raus. Bin ein richtig cooler Freestyler. Gehe ich hier nach oben. Ja, bisschen aufpassen dabei. Nicht runterfallen. Ja, hier müssen wir richtig aufpassen. Ne? Hier ist, ja, Gefahr. So, und jetzt, Leute. Der ultimative Schuss. Genau, einmal hier Feuer. Das war eine Verschwendung. Egal, Leute. Ne, eigentlich wollte ich hier natürlich uns hier ranhängen. Okay. Und was bringt das jetzt? Ich weiß es nicht, Leute. Können wir jetzt das als Liane benutzen oder müssen wir jetzt irgendwas drücken? Vielleicht Rechtsklick. Weiß ich nicht. Linksklick. Wow. Wow, Leute. Schaut euch das an. Wow. Bungee Jumping. Wow, Leute. Das sieht doch mal cool aus, finde ich, oder? Und wir kommen einfach hier nach oben. Das Problem ist, kann man auch sich wieder abseilen lassen? Ja, Leute, das ist, man kann sich auch abseilen, ne? Auch kein Problem, Leute. Und wenn wir uns das mal anschauen. Ja. Ist eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ich finde es auf jeden Fall cool, ne? Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Future. Kann man sagen, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ne, ich will mir jetzt nach ganz oben. Okay, wir kommen jetzt auch nicht mehr weiter. Jetzt können wir vielleicht abspringen. Ist natürlich blöd, wenn man von da oben abspringt. Kann man lieber von hier abspringen. Und das reicht, glaube ich, 45 Meter, also bis zum Beispiel hier. Ist natürlich sehr praktisch, weil man damit auch sehr taktisch vorgehen kann. Jetzt sind wir zum Beispiel hier. Können ein bisschen rennen und dann kommen wir nicht weiter. Ne, aber, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel in eine neue Base rein, sagen wir einfach, Geronimo! Wow! Und dann, Leute, drücken wir einfach... Ja, wie lassen wir uns einfach los? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, indem man eine andere Waffe auswählt oder so. Ne? Aber auf jeden Fall interessant. Okay, irgendwas stimmt da gerade nicht. Ihr seht schon, das buggt noch ein bisschen. Man hängt dann einfach fest, wenn man die wegmacht. Also, wie durchtrennt man den Faden? Das ist eine gute Frage, Leute. Ich habe keine Ahnung. Nicht gleichzeitig drücken. Wie durchtrennt... Ja, indem man stirbt. Nee, so eigentlich nicht. Vielleicht X. Ja, Leute, tatsächlich X. Warum auch immer. Auf jeden Fall, ich finde es eine geile Idee, auf jeden Fall schon mal, ne? Wenn wir jetzt einfach sagen, okay, ich möchte über diesen Zaun. Keine Mauern halten mich auf. Auch nicht du. Zack. Oh, ja, okay. Die ist auch irgendwie weg. So, Leute. Okay. Nochmal. So, Leute. Haben den Haken dran gehängt und schon geht's nach oben. Zack. Und wir haben es geschafft, sind über alle Mauern. Und wir sind in der Base. So einfach ist das, Leute. Meine Mauern bringen gar nichts. Oh mein Gott, Leute. Dieses Update hätte ich damit gerechnet, hätte ich das anders gemacht. Das ist natürlich auch praktisch. Man kann jetzt auch auf jeden Brachio rauf oder so. Und wir können einfach überall hin jetzt, wo wir wollen. Es ist total praktisch. Guckt euch das an, Leute. Ne? Ja, okay. Geht wirklich nur 45 Meter. Müssen wir aufpassen hier. Ne? Guckt euch das an. Das geht gar nicht so weit. Da muss man aufpassen. Okay, das hat zum Beispiel geklappt. So, dann wollen wir nach oben hier. Klappt auch wunderbar, ne? So, Leute. Also, ich bin so ein richtiger Assassine geworden, glaube ich. Und ich finde diese, ja, diese Erweiterung eigentlich ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so... Wow, nein, nein! Okay, Leute. Okay, okay, okay. Okay. Alles klar, 11 Leben noch. Wow. Ich sag mal, das war Glück im Unglück. Wir haben uns die Knochen gebrochen. Aber... Haben doch gesagt, überlegt. Ich würde sagen, das ist eine Zeit für eine Granate. Wollten wir das probieren wir mal nächstes Mal aus, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich die Granate werfe, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten war es das wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Und schreibt ihr, was ich am besten mal mit diesen Enterhaken anstellen soll, außer mich selbst zu verletzen. Und sonst, ja, Leute, war es das wieder mit dieser Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.